Herzlich willkommen zum neuen Vlog. Ja, Klärchen. Fangen wir mit der Positivste an. Ne? Klärchen ist voll da. Ja, die Nacht hatten wir minus 3 Grad gehabt. Jetzt erwärmt sich das, hat sich schon wieder erwärmt. Ja, ich bin eben runtergegangen und habe eben gekickt, also bevor ich runtergegangen bin, habe ich gekickt, 2 Grad plus. So ist das Wetter schön. Finde ich in Ordnung. Ja, was gibt's noch jetzt? Wir, da ist erstmal der Hund. Die muss erstmal alles absuchen. Das muss ja wohl nicht jeder sehen, wenn Madame sich hinsetzt und ihr kleines Geschäft erledigt. Das muss ja nicht sein. Schnuppen habe ich gut, mein Schnuppen habe ich gut überstanden. Habe ich gesagt, so Schluss, 3 Tage, 4 Tage warst du da, jetzt ist Schluss. Ich kann dich nicht mehr gebrauchen. Ja, ich hatte noch nicht mal erhöhte Temperatur gehabt. Wir haben zwischendurch mal Fieber gemessen. Aber das Motto, schlaf dich gesund. Kaffee geschlafen. So, was ist rausgekommen? Das ist meine liebe Frau krank. Das hat sie erwischt. Ja klar, hat sie von mir gekriegt. Leider. Mir wäre ja mal lieber, wenn das umgekehrt ist. Ich halte mich da nicht so lange auf. Mach das 4 Tage und dann ist es gut. Und ich habe da einen ganz komischen Rhythmus. Wenn ich merke, das linke Nasenloch ist noch frei und ich habe nur das rechte fast verstopft, dann weiß ich, aha, dann ist bald zu Ende. Und wenn sich das wechselt, dann weiß ich, hundertprozentig nur einen Tag und dann hat sich das erledigt. Und so ist es auch. Wenn das auf dem linken Nasenloch verstopft ist, dann weiß ich, dass ich es bald geschafft habe. Komisch, aber naja, so hat jeder seine Macke. Und ich habe die größte Macke. Ja, ich war heute noch mal ein bisschen einkaufen bei Aldi. Und war ja wieder Angebot. Und da habe ich dann ein bisschen gekauft. Wir machen heute noch einen Haul. Und da könnt ihr auch kicken, was wir alles eingekauft haben. Ja, was ich noch sagen wollte, ich muss ja noch zum Doktor. Vielmehr war ich gestern. Vorgestern und gestern zum Lungenarzt und musste meinen Tester machen. Und er war ganz zufrieden mit den Ergebnissen und hat gesagt, wie sieht's aus? Winter hat sich ein bisschen verbessert. Ich stehe nicht mehr so, ist ein bisschen besser geworden. Und habe ich ihm das erzählt mit der Luft und so. Damit dann, nee, die Lunge kann das nicht sein. Das muss dann vom Herzen kommen. Dass ich den Schnappatmung habe. Ich meine, wieso das Herz? Irgendwie hat er mir das nicht gelobt. Und dann habe ich ihm das erzählt mit der Maske, die ich habe, dass mir die ganze Nase kaputt macht. Und dass ich auch keine neue kriege von dem Verein, wo ich bin. Ja, da sagte er, hier im Haus haben wir sowas, eine Beratung mit Mask, der macht nur sowas. Und da habe ich heute einen Termin. Dann werde ich heute mal hinfahren und dann mal kicken, was da ist. Ob ich dann auch eine andere Maske kriegen kann. Das ist ja nie normal. Vor allen Dingen, wenn ich mich umdrehe, auf der Seite oder drehe mich mal auf den Rücken kurz, dann fängt die gleich, holt sie an der Seite Luft und fängt an zu pfeifen. Susi kann dadurch nicht schlafen. Das ist klar. Durch die Piepe wird man wach. Manchmal werde ich ja auch davon wach. Aber die Nacht habe ich nicht mitgekriegt. Das rauscht dann so und pfeift, ne? Das ist ja nicht angenehm, na klar. Und vor allen Dingen, wenn du schläfst. Ja, dann wollen wir noch mal gucken, ob ich da ein bisschen heute Erfolg habe. Ich hoffe, das klappt. Ja, gestern haben wir
und Hähnchenkeulen genehmigt. Hat sehr gut geschmeckt. Die Pille habe ich gegessen und Susi hatte das Fleisch gegessen. Und dann richtig Appetit. Hähnchenkeulen, die haben wir schon, wer weiß wie lange, in der Kühlung, ja, im Kühlschrank gehabt. In die Frierfach. Da habe ich gesagt, dann werden wir mal ändern. Dann werden wir die mal machen. Und hat lecker geschmeckt. Richtig angenehm. Und dann in den Ofen hier gemacht. War schön, hat gut geschmeckt. Vor allem war mal was anderes zwischen den Kiemen. So, dann werden wir langsam nach oben gehen. Und dann werde ich mich so langsam auf Rad schmeißen. Und dann dahin fahren. Das ist ja bald soweit. Halli, hallo ihr Lieben. Ich freue mich, euch heute den Sponsor des heutigen Videos vorstellen zu dürfen. Das ist nämlich Chefri. Chefri hat mich gefragt, ob ich euch einmal diese kleine Heißluftfritteuse vorstellen kann. Natürlich habe ich da richtig viel Lust zu. Das ist eine richtig süße kleine Single-Heißluftfritteuse. Die hat ein Fassungsvermögen von 2 Liter, wiegt 2,3 Kilo, hat 4 voreingestellte Programme und ist einfach richtig schnuckelig süß. Ja, dieser Korb hier, den ihr seht, das ist ein Körbchen. Ja, super. Hier ist auch so ein Einsatz drin, ja, den man rausnehmen kann oder nutzen kann, wie man halt möchte. Und habe schon gesagt, spülmaschinenfest ist dieser Einschub. Die Heißluftfritteuse hat 900 Watt und eine automatische Stoppfunktion. So, LED-Touchscreen hat sie, das zeige ich euch aber gleich. Und es ist die Airfryer 300. So, dann wollen wir mal gucken, was das kleine Schätzchen kann. Also hier schaltet man die ein. Und dann seht ihr schon diese voreingestellten Programme, die Temperatur und natürlich die Dauer. Hier würde man auf Start drücken, aber ich möchte vorher ja mir aussuchen, was diese Fritteuse für mich machen soll. Denn wir haben vor, Kichererbsen-Nicknacks zu machen. Einen kleinen proteinreichen Snack. Also da drücke ich hier zur Programmauswahl und dann kann ich airfry einstellen, den Roast einstellen, also Grillfunktion, glaube ich. Die Backfunktion und zum Erwärmen, Reheat einfach zum Erwärmen. So, ich möchte aber die Airfry-Funktion und möchte 200 Grad. So, deshalb gehe ich jetzt hier, also ihr seht ja, dass es blinkt, ne? Einen runter auf 200 Grad und 15 Minuten ist super. Ansonsten müsste ich halt nochmal hier raufklicken, um die 15 oder die Zeit halt einzustellen, ne? Ihr seht das. Okay. Okay, das ist jetzt erstmal voreingestellt, aber die Heißluftfritteuse, die muss jetzt ein ganz kleines Momentchen warten, denn wir machen jetzt erstmal zusammen die Kichererbsen. Und zwar habe ich ein Glas, das habe ich schon aufgemacht, ne? Kichererbsen von DM sind diese hier, also unbezahlte Werbung in dem Fall. Und die habe ich einmal gewaschen und abgetrocknet, so gut es ging. Und in diese Schüssel rein. Dann kommt in diese Schüssel die Paprika edelsüß. Sieht man das, Schatz? Mhm. So, damit würzen wir das schön. Ich bin jetzt bei dem Paprika auch nicht ganz so sparsam. Und einmal Knoblauchpulver, damit unsere Protein-Nicknacks auch ordentlich Bums haben, sozusagen. So, Pulver rein. Hier mache ich nicht ganz so viel. Und auf Salz verzichte ich tatsächlich, weil ich es kann. Das muss halt jeder selbst entscheiden. Jetzt kommt noch auf diese Menge 2 Esslöffel Olivenöl rein. Das reicht. Schön vermengen. Ich bin selber gespannt. Das ist das erste Mal, dass ich das versuche.
Also auch in der großen habe ich das noch nicht probiert. So, und das werden wir jetzt in unser Körbchen reintun. Von der Heißluftfritteuse. Ohne Einsatz. Das ist mir hier lieber. Klappert wie Kartoffeln. Also ich hoffe nicht, dass es zu viel ist. So. Dass die wirklich knusprig werden, aber ich werde diese Schüttelprobe machen. So, jetzt kommt sie hier rein. Wir haben ja schon alles eingestellt und jetzt auf Start drücken. Leute, und hört mal, wie leise die kleine Maus ist. Dagegen ist ja die große Schwester richtig laut, ne? Ja. Das darf jetzt erstmal 15 Minuten, also ich gucke nach 8 Minuten mal nach, aber erstmal 15 Minuten sich aufwärmen, knusprig werden, hoffentlich. Und dann sehen wir uns wieder. So, ihr Lieben, wir haben gerade hier den Signalton bekommen von der Fritteuse. Und Uwe kippt jetzt gerade mal ein paar Dinger ins Schälchen rein. So sehen die jetzt aus. Keine Ahnung, ob man das hört, aber so sehen die aus. Und? Kann man die gleich essen oder sind die heiß? Nein, heiß. Kann man essen. Oh. Oh, die sind richtig knusprig. Ja. Guckt gerne unten in die Infobox rein, in die Videobeschreibung. Da habe ich euch die Fritteuse verlinkt. Gibt's bei Amazon. Und ja, also ist mal ein netter Snack für zwischendurch. Ja. Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, wir haben die jetzt bestimmt eine halbe Stunde länger drin gelassen, als wir das Rezept vorher gegeben haben. Also die waren jetzt locker 30, 40 Minuten drin. Ja. Und am Schluss haben wir dann auf Roast umgeschaltet. Auf Rösten. Auf Rösten, damit die halt ein bisschen knuspriger werden. Und je nachdem, wie doll ihr die würzt, wie das halt so, wie ihr das mögt, ne, sind die super lecker. Ja. Und weil ich das Salz weggelassen habe, denke ich, kann man da schon eine Handvoll mal snacken. Ja. Sehr, sehr lecker. Und tschüss. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei der Firma Chefri dafür, dass ich diese Fritteuse testen durfte. Freut mich sehr. Es gibt natürlich hier auch noch eine Bedienungsanleitung dazu. Da steht dann auf jeden Fall nochmal alle drin. Und schaut gerne vorbei. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung ist der Link. Und von den leckeren Kichererbsen jetzt direkt zu unserem Einkauf. Denn wir waren schon wieder einkaufen und es musste wieder Nachschub geholt werden. Und Aldi hatte ein paar Sachen im Angebot, die ich haben wollte. Und da fange ich direkt mit den Non-Food-Sachen an. Und zwar hatte Aldi solche Metalldosen in rechteckig und in rund da. Und da haben wir uns eine rechteckige in Rot mitgenommen für Haferflocken und solche Sachen, die kein Licht abkriegen dürfen, wenn ihr versteht, was ich meine. Oder, keine Ahnung, für Kiras Trockenfutter, weil das ist ja auch in so einer geschützten Tüte, sagt man Tüte. Und dann kriegen die halt kein Tageslicht ab und dann ist das auch nicht so schlimm. Und dann kann da das Futter sein. Da haben wir eben diese eckige, diese runde Dose. Leute, ich weiß nicht, wie viel hier reinpasst. Das steht nicht drauf. Aber ich denke mal, 2 Liter könnte schon hinkommen, oder Uwe? Ja. Ja? So, eine rote. Noch eine rote. Pro Dose war 2,99. Ja. Also egal, ob rechteckig oder nicht, und eine schwarze. Da muss ich mal sehen. Der Uwe dachte hier für unseren Kaffee, aber das ist ja nicht
aromatisch abgesichert. Also da ist kein Silikonrand oder irgendwas dabei. Deswegen denke ich, ist das für Kaffee nicht so gut geeignet. Da, wo wir das gerade raufstellen hier, das ist ja dieses Brett, was der Uwe gebastelt hat. Und das ist leider, ja, die Mikrowelle ist leider zu schwer für die Wand, weil das ist so eine Zuckerputzwand. Ja, und ich hab die Pech gehabt, ich hab da nicht mal einen Stein getroffen, ganz eine neue Fuge. Und da habe ich denke, kein Vertrauen, trotzdem ich das mit Rotband mir das Loch zugeschmiert habe und den Dübel trocknen lassen habe, 2 Tage, ohne was drin zu machen, hab da kein Vertrauen, dass der Dübel das hält. Das sind zwar 4 Dübel, aber vertraue den Frieden nicht. Und normalerweise ist das bei Uwe ja eher so, dass der sagt, er fällt das Haus zusammen und das, was er da gemacht hat, das bleibt stehen. Und wenn er kein Vertrauen dazu hat, dann, ja, dann glaube ich das halt auch. Sicher ist sicher, ne? Und die Mikrowelle, die hat schon ordentliche Gewicht. Ja. Ich glaube, 15 Kilo oder was? Ja, die war, glaube ich, ja, so ungefähr. Irgendwie so in dem Dreh. Okay, das war jetzt off-topic. Weiter geht es mit einer ganzen Stiege Vollmilch, auch wenn das vielleicht wieder die Gemüter erhitzt, 3,5% Fett für meinen Kaffee, ja. Also, bis jetzt nehme ich damit trotzdem super ab, weil es eine geringe Menge ist, die ich da zu mir nehme. So, also 12-mal haltbare Vollmilch. Die ist mitgekommen, ich habe mir Avocados gewünscht. Also sind 2 Avocados mit in den Wagen gekommen. Aldi hatte im Angebot Thunfisch, den haben wir schon mal geholt. Und da hat Uwe gesagt, komm, lass uns einfach noch mal welche mitnehmen. Hier sind 1, 2, 3, 4 Dosen drin. Also 8 habe ich jetzt in der Hand und 8 stehen noch in der Kammer, weil die wären nicht schlecht. Ne? Die sind ewig haltbar und für mich und meine Ernährungsform gerade einfach ideal. Ne? Ich suche ja gerade ein Datum, wann die ablaufen. Aber irgendwann 2026 steht hier drauf. Also von daher, lecker, lecker Thunfisch. Dann hatten sie jetzt im Angebot griechischen Joghurt. Zu aller Freude. Fettarmer, ja. Sorry, Leute, aber Susanne, ich denke, du verstehst mich auch. So, also mit 2% Fett für Soßen und oder so zum Schnabulieren mit ein bisschen Haferflocken drin, Leinsamen drin und Früchten drin und so was oder mal gucken. Also da gibt es ja wirklich eine große Anwendungsvielfalt und ja, griechischer Joghurt halt in Light. Das ist mitgekommen. Dann hatten sie im Angebot Babybel, heißen die Babybel oder Babybel? Babybel. 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 Diese Teile hier, die waren im Angebot. Da haben wir 2 mitgenommen. Das sind halt meine Snacks für abends, weil Käse regelt. Ihr wisst, ne? Wenn ich noch nicht auf meine Proteine gekommen bin, dann gibt es halt ein Babybel oder halt hier so ein Emmentaler. Ja, der ist mild, ein milder Emmentaler, da schneide ich mir dann hier so ein Stückchen ab, 50 Gramm oder so und dann geht es mir gut und genau so verhält es sich mit meinem Harzer Käse, ihr wisst es. Ich liebe ihn und der ist so proteinreich, also sollte ich wirklich mal nicht hinkommen, ist das hier eine ganz stabile Bank, da kommst du, wenn du 100 Gramm davon isst, auf, ja, locker auf 30 Gramm Proteine. Also wer auch eine proteinreiche Ernährung anstrebt, kann ich nur empfehlen. Jetzt schmeiß ich auch mal eben weg. Haben wir hier noch davon? Ja, scheinbar. Schieß rüber. So, genau dasselbe mit Mozzarella. Also, ihr habt mir ja geschrieben, hier die Mini-Mozzarellas, hatte Aldi aber nicht. Und bevor ich dann ohne Mozzarella rausgehe, das hier. Und ist auch natürlich super für irgendeine fettarme Pizza, die man selber machen kann, aus Haferflockenteig oder aus Quarkteig oder sonst irgendwas, damit das zu belegen. Und dann ist man da auch auf der sicheren Seite. Es ist natürlich immer alles in Maßen, ne? Also, aber letztendlich, denke ich, ist schon richtig.
Dann wollte ich auch für mein Frühstück, für auf die Stulle oder auf die Schrippe, Brötchen oder whatever, ein bisschen Belag haben, und zwar Hähnchenbrustfilet, auch reich an Proteine, Putenbrustfilet mit Paprikarand, Paprikamantel, das hier ist Natur gewesen. Dann Schinkensülze, Hinterschinken gewürfelt, gegart mit Champignon in Aspik, ist fettarm. Und Hähnchenbrust in Aspik mit, Leute, Zeit mir das ein bisschen, aber ich bin wirklich ein bisschen angeschlagen. Der Uwe hat mich angesteckt, ne? So, der Böse. Der böse Uwe. Hashtag der böse Uwe. Hähnchenbrustfilet gewürfelt, gegart in Rinderaspik mit Paprika und Gurke. Also ich lieb das hier, ne? Das kann man auch so mal mit einer Kartoffel oder irgendwas als Mittagmahlzeit essen, ne? So ein Paket. Also hier haben ja zwei Scheiben lächerliche 39 Kalorien, ja, und wir haben hier 200 Gramm, also wenn du 100 Gramm davon isst, hast du 107 Kalorien nur, und mit einer Kartoffel für die Kohlenhydrate, die wir ja für die Hirnschmalz brauchen, perfekt. So, vielleicht noch mit ein bisschen Kräuterquark oder irgendwas dabei, damit das nicht so trocken ist. Mit Mauern. Was, mit Mauern? Nein. So, Putenfleisch in Aspik, gegart mit Gurke und Paprika in Rinderaspik, durfte auch mit einziehen. Darf der Uwe natürlich alles mitessen, wenn er Bock darauf hat. Ansonsten freue ich mich da sehr drüber, dass mein Brot damit jetzt auch gesichert ist. Ein geiler Übergang. Hier haben wir Brot für den Uwe, Landbrot, das, was er sich immer mitnimmt. Dann gab es bei Aldi im Angebot Brokkoli, ich glaube für 99 Cent oder ja. So, ne? Der war billiger. War der günstiger? Ja. Auf jeden Fall ein Kilo haben wir mitgenommen, weil Brokkoli einfach richtig geile Ballaststoffe hat und wir lieben Brokkoli. So, da wird es entweder, ob es jetzt ein Süppchen gibt, weiß ich nicht. Aber es wird auf jeden Fall als Beilage geben oder einen Auflauf oder irgendwas. So, dann hatte Aldi im Angebot Schwarzwurzeln. Die gibt es, glaube ich, nur einmal im Jahr. Man löst nur einmal im Jahr. Oh Gott, ich habe heute ein Clownie-Frühstück, glaube ich. So, Schwarzwurzeln, voller Geschmack. Ich liebe Schwarzwurzeln. Am besten noch so mit ein bisschen Butter, Brösel. Panade drauf, wie heißt denn das? Nicht Parmesan, wie heißt denn das? Paniermehl, meine Güte. Nimm mal Panier natürlich. Ein bisschen drüber gestreut und auch ein Gedicht, sag ich euch. Aber ich weiß natürlich noch nicht, ob ich die schon essen kann. Auf jeden Fall haben wir da vier Gläser mitgenommen, weil wir uns sagen, die wären ja nicht schlecht, ne? Das ist, irgendwann werde ich sie essen können, und zur Not, wenn ich sie wirklich nicht vertrage, ist die Uwe halt als Beilage. Ach, was steht denn hier drauf? Die sind bis 2028 haltbar. Also, ja, ich erteile sie zu essen. Ich habe große Hoffnung, dass ich sie vertrage, aber noch werde ich sie nicht probieren, weil sie für mich noch wie Spargel zu den faserigen Gemüsen gehören, und da traue ich mich halt noch nicht so wirklich ran. Also man hat mir gesagt, dass ich dieses Jahr die Spargelsaison bitte auslassen soll. Keine Ahnung, wie die selbst Betroffenen, die auch bariatrisch operiert sind, pflichtet ihr dem bei und sagt Susi, lass lieber und warte, oder sagt ihr, nö, also habe ich alles vertragen und einfach ausprobieren. Keine Ahnung. Also ich tendiere jetzt halt eher dazu, das noch ein bisschen abzuwarten. So, ich polke hier gerade mein Kohlrabi. 1, 2, 3 und ein vierter. Viermal Kohlrabi. Hier möchte ich einmal wieder einen Kohlrabi-Eintopf machen. Da habe ich euch da schon mitgenommen, oder? Bei dem Kohlrabi-Eintopf. Ich meine ja. Und natürlich als Beilage zur Kohlrabi-Möhren-Beilage. So, super lecker. Und hier mal wieder den wunderbaren Übergang. Wieder 2 Kilo Möhren. Also Leute, ich
Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich so viele Möhren gegessen habe. Und hier möchte ich auf jeden Fall auch wieder meine Mohrensuppe machen. Und natürlich ein paar Möhrchen abzweigen für die Kohlrabi-Möhrenbeilage. Aber die Suppe, die filme ich euch auf jeden Fall auch mit ab, weil die ist ultra lecker, kann ich euch nur sagen. So, mein Schatz. Gut, jetzt zeige ich euch erstmal den Zahn, wässrig gemacht, ne? Mit der Möhrensuppe. Aber die werde ich jetzt irgendwann zeitnah mit abfilmen, wenn ich die Möhrchen da halt verarbeite. Dann sind 20 Eier aus der Freilandhaltung, genau, mitbekommen. Für, naja, Rührei, Spiegelei, gekochtes Ei, sowas alles. Dann habe ich mir gewünscht, wieder einmal Kefir. Also früher war ich ja überhaupt kein Problem, hier so ein Becher an Ei wegzutrinken. Heute habe ich da 3 Tage was von, ne? Also Kefir, mild, und das ist auch der fettarme mit 1,5% Fettgehalt. Und für mich ist Skyr pur, Natur steht hier. Genau, viel Eiweiß, wenig Fett. Warum der Uwe sich keinen mit Geschmack mitgenommen hat, weiß ich nicht. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich müsste dich den mal fragen. Ja, Den sieht man aber so selten. weil du isst ja sonst gerne mit Geschmack, ne? Ja, aber die kann ich mir ja selber anmachen. So, für Uwe, der hat sich eingepackt Waffelmischung, feinste Waffelvielfalt in auch XXL. Ich bin zwar der Meinung, dass da sonst auch 500 Gramm drin waren. Ich weiß es nicht. Vielleicht Einbildung. Aber hier steht jetzt 500 Gramm. Und XXL-Pack. Ja. Aber ich bilde mir wirklich ein, dass da sonst auch 500 Gramm stand. Egal. Im Moment scheint Aldi XXL-Wochen zu haben, denn das, was hier noch steht, sind auch alle XXL-Packungen. Und zwar von Trader Joe's Cashewkerne naturbelassen. Also davon auch als Snack eine Handvoll, damit du halt auch für das Gehirn was hast. Für eine ja, vegane Sahne zum Beispiel, für Soßen und so, haben wir uns 4-mal diese großen 500 Gramm Cashewkerne mitgenommen. Und die sind ja auch alle, ach, bis November sind die haltbar. Und bis dahin haben wir die alle aufgebraucht. Und zu guter Letzt noch einmal Kaffeefilter in der Größe 4 für unsere Filtermaschine. Und damit sind wir jetzt auch schon durch mit unserem Aldi-Haul, ihr Lieben. Das war's schon wieder. Oder ich wurde noch irgendwo was drum, was du schon wieder versteckt Ja, hast. ich schwöre rum. Ja, du schwörst drum gewesen. Nee, Ja. Alter, haben wir nicht. So, ihr Lieben, wir haben schon wieder die nächste Ladung Nicknicks in der Mache, Ja. weil das so lecker ist. Und unser Schälchen ist schon fast leer geräubert von vorhin. Die Gira, die frisst zu viele. Die nascht. Also, das meiste hat der Uwe gegessen. Ich fall. Aber ich kann euch echt sagen, die sind wirklich knusprig geworden, ne? Ich hab nicht gehört. Keine Ahnung, ob man das in der Kamera hört. Und die sind auch sehr lecker. Ja. Aber das ist nicht der Grund, warum. Och. Ich freue mich über diesen gesunden Snack, ehrlich, ja. Das, erfreut mein herzhaftes Naschi-Herz. Aber auch hier ist natürlich alles in Maßen, ne? Die Menge macht das Gift. Ja. Und ja, auch wenn ihr einfach, wenn ihr keine Heißluftfritteuse habt, Leute, macht euch das im Ofen. Klar. Einfach unfassbar lecker. Also mir schmeckt das sehr, sehr Ja. gut. Und ist mal was anderes. Ist mal was anderes und gerade wenn man so einen salzigen Zahn hat, so einen herzhaften Zahn hat, ideal. Also finde ich. Und du kannst natürlich Gewürze nehmen, Die passen. die dir passen, genau, die dir besonders gut schmecken. Man kann ja Kurkuma noch mit dran machen, aber gut, das gibt gelbe Hände wahrscheinlich. Oder Uwe und ich haben gesagt, nächstes Mal machen wir Rosenschaf-Paprika ran, dass es ein bisschen mehr Bums Ja, hat. das mehr.
dass du was merkst, also richtig scharf in den Chili-Pulver oder man, es gibt ja auch diese Rauchpaprika. Ich kann mir das vorstellen, dass das auch richtig lecker schmeckt mit so Western-Style-Geschmack, ja. Und es bleibt trotzdem ein gesunder Snack, das ist das Tolle, ne? Ja. Also, wie gesagt, ich habe mit Absicht auf Salz verzichtet und ja. Man kann es auch so essen. Super lecker. Auf jeden Fall. Ja. Aber, ihr Lieben, warum ich jetzt hier das angemacht habe, ist, weil ich es wieder ausmachen möchte. Ja. Der Uwe und ich wollen uns aus diesem Video verabschieden. Ich bedanke mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt, zugesehen habt, uns liebe Kommentare da lasst. Dafür bin ich natürlich auch dankbar. Und wenn ihr das Video teilt und liked und ihr wisst schon, ne, das ist damit der Algorithmus gefüttert wird und wir auch noch anderen Menschen vorgeschlagen werden, die vielleicht auch ein bisschen Zuspruch und das dürft ihr nicht vergessen, wir brauchen ein paar. Die ein bisschen Zuspruch und Happiness im Leben brauchen, denn ich weiß, dass ganz, ganz viele uns dafür so dankbar sind, dass wir einfach so sind, wie wir sind. So bleiben wir auch. Also halt auch komisch, manchmal unfreiwillig komisch, ich weiß das. Und ja, und natürlich, die uns nicht gerne sehen, es steht euch frei zu gehen. Ihr könnt euch dann den Druck, die Fingerbewegung für die Taste, könnt ihr euch dann sparen. Aber, Uwe, das sind auch die größten Unterstützer, die wir haben. Ne? Ja, wie war das nochmal? Jeder Klick fehlt. Ja, also eigentlich bin ich dann dafür auch sehr dankbar, dass es halt so Menschen gibt, die uns gar nicht kennen und uns abgrundtief hassen. Ja. Da geht eine extra Portion Liebe an euch raus, ja. Einfach, weil ihr wahrscheinlich Liebe nicht kennt. Deshalb, ne, haltet davon ein bisschen fest. Nochmal ein bisschen Liebe für euch, die keine Liebe kennen. Und natürlich ein großes Herz für unsere Herz-Community natürlich, ist ja klar. So, ihr Lieben, aber wir sind am Ende. Ich brauche ein bisschen Erholung, ich bin krank. Ja. Hashtag arme Susi. Und wie sagen, das wollen wir immer sagen, oder? Mhm. Oder willst du unseren Schätzelern noch irgendwas mitteilen? Wir wollen uns verabschieden. Toll, du. Okay, wir sagen, das wollen wir mal sagen. Was sagt er denn zum Wetter? Hey, hast du keinen Wetterbericht abgegeben? Doch, aber es ist wärmer geworden und Klärchen scheint immer noch. Ich glaube, der Frühling kommt so langsam. Ja, heute Morgen hatten wir aber 2 Grad, ne? Ja. Also mal davon abgesehen. Ja. Aber eigentlich wollte ich jetzt sagen, wir sagen das, was wir immer sagen. Ach so, na, aber selbstverständlich. Wir sagen das, was wir immer sagen. Seid frisch, wild und wunderbar. Bis dann. Mal. Mach's gut. Tschüss, ihr Lieben. Ciao. Und nicht vergessen. Schön, dass es euch gibt. Ja. Tschüss. Ciao.